Ja, bei der Schreibweise vom Datum ist hier darauf zu achten, dass sie immer zweistellig ist. Also hier der Tag ist zweistellig, der Monat und das Jahr vierstellig. Falls wir nicht den 15. haben, sondern die Zahl kleiner als 10 ist, also der 1. bis zum 9., dann ist immer darauf zu achten, dass die zweite Stelle mit einem Nuller ausgefüllt wird. Auch beim Monat ist es dann so. Und falls man was abkürzen möchte, die Jahreszahl kann man auf 14 kürzen, ohne dieses 2000. Das ist die numerische Schreibweise, also nur mit Zahlen. Es gibt noch die alphanumerische Schreibweise, hier mit den Monaten ausgeschrieben. Man kann den Monat natürlich auch noch abkürzen mit einem Punkt. Und hier sieht man, hier braucht man die zweite Stelle, also beim 5. Dezember, nicht mit einer 0 auffüllen. Hier schreibt man nur die 5 und dann reicht es eben. Hier haben wir noch die andere Schreibweise, war mal kurze Zeit für die Schreibweise mit dem Punkt gestanden. Jetzt sind beide Schreibweisen wieder möglich, wenn man mit dem Bindestrich das Ganze schreibt, dann muss man das Jahr zuerst nennen, dann kommt der Monat und dann der Tag.